Äh, na, hallo zusammen, hier ist wieder deutschland ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute ich euch heute wieder so einen kleinen Toyguide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir durch ein paar Quests uns erspielen können, hier in der zweiten Zone und zwar sind wir einmal in den Dracheninseln und dann in der Ebene von Onhara. Dort gibt es ein Lager und zwar das Lager Marukai und hier beginnt eine kleine Questreihe, wo wir uns ein Toy spielen können. Das Toy habe ich schon im Inventar, das heißt einmal Taiwans Trompete. Und was macht das Ding? Er beschwört Tywin an eurer Seite, erhöht die Vielseitigkeit aller in der Nähe um 1. Ist eine nette Sache, gibt sogar hier Stats, also tatsächlich sinnig. Mal gucken, ob wir das auch in Raids und Dungeons benutzen kann. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal rein, wo wir das Ding kriegen können. Ich habe die Questreihe schon gemacht, die startet hier im Lager bei der Heilerin äh, Sebelk. Sebelk? Also auf jeden Fall die Tuse hier. Und ähm, das ist eine von diesen Side-Quests, heißt nicht die Main-Quest-Reihe, sondern eine Side-Quest. Das Ganze ist hier auf den Koordinaten 61, 40 und das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Quests. Beginnt hier das Problem mit Tywin und sobald ihr das durchgespielt habt, gibt es am Ende dann die Trompete. Tywin ist übrigens dieser, ja, schon ganz putzige Hund, der da hinten rumhockt. Den kann man, wenn man die Quest-Reihe fertig hat, dann hier auch einmal streicheln. Da haben wir einen. Und ja, der to das Toy müsste dementsprechend auch so einen Hund beschwören. Ich würde sagen, wir lernen das einmal. Zack, da haben wir das Toy. Und dann machen wir. Warte, ich habe gerade den Sound gar nicht an, sehe ich gerade. Machen wir das mal noch schnell unter Sound. Vielleicht gibt es nämlich da auch ein paar Geräusche. Und dann schauen wir mal, wo wir das Viech haben. Hier die Trompete. Und ihr seht, wir können uns den Hund beschwören. Bleibt er stehen? Kommt der nicht mit? Schade, ich dachte, der kommt mit. Den können wir dann hier auch wieder streicheln. Und ja, das ist. Wir haben hier einmal eine Vielseitigkeit drauf. Okay, es ist anscheinend nur ein paar Sekunden. Also man hat es nicht dauerhaft und der Hund läuft anscheinend leider auch nicht mit. Aber ähm, ja, ich finde das Model relativ cool und damit sind wir auch am Ende von dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn es noch offene Fragen gibt, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.